Danke fürs Einschalten zu einer weiteren Folge Einsatzhafen Farel Friedrichsfeld und dieses Mal geht es um ein seltsames Zeichen. Um jetzt zu dem Zeichen zu kommen, was ich dort zufällig entdeckt habe, fährt man die Altjüdener Landstraße längs, das ist dieser Bereich, von der Ortskreuzung Seekorn in Richtung Marschallmühle nach hier unten und biegt hier an der Stelle ab. Um zum südlichen Bereich zu kommen, wo ja die Flak und auch der Häuserkampf stattfand, Häuserkampf aus der Zeit der Bundeswehr. Und in etwa an dieser Stelle befindet sich, ja, ich würde sagen, so eine kleine Brücke. Die zeige ich euch gleich nochmal. Und dort war eben halt dieses merkwürdige Zeichen, was in der Brücke war. Aber das zeige ich euch jetzt nochmal mit richtigen Bildern. Da ist der Bereich, wo wir hinwollen. Und zwar ist dort ein Schriftzug drin, direkt in einem Klinker. Und den zeige ich euch mal. Da seht ihr den Namen und das Bauwerk an sich stammt aus dem Zweiten Weltkrieg, von daher macht es mich etwas stutzig, ob sich hier vielleicht ein Zwangsarbeiter verewigt hat, wo keiner was von weiß. Leider konnte ich bezüglich des Namens bis dato nichts rauskriegen, wer etwas weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Das war's wieder aus Farel Friedrichsfeld. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben, dass ihr mir einen Daumen in nördliche Richtung gebt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sage Danke und Tschüss.